Moin Pyros, ich melde mich auch mal, ich bin auch am Start. Und zwar bin ich immer noch erkältet, tut mir leid, aber wir haben heute das Lidl Feuerwerk Prospekt. Das ist nämlich jetzt rausgekommen und ich habe gesehen, es haben schon größere YouTuber auch drauf reagiert. Aber hier kriegt ihr meine Meinung, meine Empfehlungen, was ich so mir kaufen würde, was ich euch empfehle, was ihr kaufen könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auch natürlich gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt auch an. Und zwar ist dieses Jahr der Verkauf vom Donnerstag bis Samstag, weil Silvester ist ein Sonntag. Deswegen startet der Verkauf dieses Jahr schon am 28.12. und er startet am Donnerstag. Wir haben hier ganz oben ein Familiensortiment und zwar World Champion. Kostet 19,99 €. Nur mal kurz, um das vorab zu sagen, die Preise von den ganzen Artikeln sind gestiegen. Das ist uns ja allen klar gewesen und bei Aldi und so wird das auch nicht anders sein. Manche Artikel sind sehr im Preis gestiegen, bei manchen ist es weniger. Was mir auch direkt auffällt, ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, aber ich glaube, dass das hier gewollt ist, das Schwarze von den Raketen, und es nicht mehr aus Plastik ist. Ich weiß es nicht, aber die meinten ja, die wollen da irgendwas verändern. Deswegen gibt es auch manche Sortimente, die in Pappe sind. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall World Champions für 19,99 €. Für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Raketen, Vulkane, 2 Fontänen, Böller und so. Weiß ich jetzt nicht. 19,99 € ist ein bisschen teuer. Würde ich mir persönlich nicht mitnehmen. Wie ihr das dann macht, ist jedem das seine überlassen. Goldraketen werde ich mir mitnehmen. Da steht Preis folgt. Das heißt, die werden nicht mehr so billig sein wie die letzten Jahre. Aber die werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, kostet es, was es wolle. Goldraketen vom Lidl, einer meiner Lieblingsartikel, die es so im Discounter gibt. Kugelbomben und Raketensortiment, Rocket Clash. War mal geil, weiß ich nicht, die sehen ein bisschen komisch aus, 17,99 €. Kann man sich drüber streiten, ist nicht so meins. Weiter geht's. Wir haben hier die Daybreak und die Infinity Fire. Die Infinity Fire werde ich mir vielleicht einmal mitnehmen, um sie zu testen, um mal zu gucken. Ich finde, das Design ist sehr schön. 9,99 €. Wenn man Geld hat, kann man sich die mal mitnehmen. Ich will die unbedingt mal testen, mal gucken, was die so drauf hat. Ich nehme die mit auf jeden Fall. Könnt ihr ja für euch entscheiden. Magic Dance. Nein. Verbünde würde ich sowieso nicht mitnehmen. Superfly hat, glaube ich, ein neues Design, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Das alte, gerade auswendig, aber die sieht auf jeden Fall cool aus, das ist auch eine Fächerbatterie. Nehme ich mir vielleicht auch mal mit. Ah, die ist sogar komplett neu. Okay, hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Deswegen kenne ich sie auch nicht. Ja, auf jeden Fall, die nehme ich auf jeden Fall mit, die will ich testen. Mal gucken, was die so drauf hat. Die hat ein sehr schönes Design, vielleicht hat die ja was drauf. 14,99 € ist ganz nice. Magic Dance auch neu. Dann haben wir als nächstes auch neu, und zwar die Fantastic Sky und die Rising Colors. Wieder zwei Verbundbatterien, einmal von Nico, einmal von Weco. Würde ich beides tatsächlich nicht mitnehmen. Auch nicht die von Nico. Finde ich nicht cool, weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Aber eben das eine. Der Preis ist ganz cool eigentlich. Preis folgt, auch Nico. Also dieses Jahr hat anscheinend jeder Lidl Nico, denke ich mal. Würde ich auch nicht mitnehmen. Lacht mich nicht so an, aber jedem das eine, wie gesagt. Master Blaster war schon cool, aber 19,99 € will ich nicht nochmal dafür ausgeben. Big Surprise war auch ganz cool. Bin ich aber auch nicht dabei dieses Jahr für 18,99 €. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Ob ihr euch das mitnehmen wollt oder nicht, das könnt ihr mal gerne reinschreiben, damit ich Bescheid weiß. Pyro Conversation. Nein, nehme ich nicht mit. 19,99 €, finde ich nicht cool. Aber was ist das hier? Römische Lichterbatterie, Highway. Für nur 5,99 €, 180 Schuss. Kann man sich mal angucken. Für 180 Schuss, 5,99 € kann man mitnehmen. Was auf jeden Fall mitgenommen wird, ist das Phantoms and Ghosts für 13,99 €. Das war letztes Jahr billiger. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel, glaube ich. Aber 13,99 € kann man immer noch mitnehmen. Ist ein richtig schönes, geiles Sortiment. Muss ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder mitnehmen. Dann, Travels of the Sky ist im Preis gestiegen, glaube ich. Na, fand ich nicht geil. Viele sagen, das ist cool, das Sortiment. Meins ist es nicht. Habe ich mir damals als Kind, habe ich das bekommen von meiner Mom. Mittlerweile ist das nichts mehr für mich.
Dafür Yin und Yang. Yin und Yang gab es letztes Jahr nicht bei mir im Lidl. Dieses Jahr gibt es. Es ist um 1 Euro gestiegen, aber ich würde gerne beide haben. Würde ich euch auch empfehlen. Yin und Yang sind sehr schöne Teile. Sehr schöne Crackling-Fontänen. Sehr schöner Crackling-Feuertopf, der da rauskommt. Das ist ein sehr geiles Teil. Hat mich richtig geflasht, was da rauskam. 2019 war es das letzte Mal, dass ich die hatte. Und ich hätte die dieses Jahr gerne auch wieder. Der New Beastmaster wird definitiv auch mitgenommen für 15,99 €. Sehr geiles Teil. Bin froh, dass es dieses Jahr die wieder gibt. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Genauso wie die Laser. Die packe ich mir auch wieder ein für 3,99 €. Die Ocean of Light ist nicht so meins und ich finde 8,99 € ist dafür viel zu heftig. Ich habe keine Lust, die nochmal mitzunehmen. Finde ich nicht cool. Ist einfach zu lange, zu langweilig, finde ich. Aber die Laser kann man sich auf jeden Fall einpacken, wenn man eine Fontäne will. Dann haben wir noch die gute alte Discovery zu 2,99 €. Die wird definitiv auch wieder eingepackt, vielleicht 2-3 Mal. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Die Discovery ist eine sehr, sehr schöne kleine Batterie. Kann man nicht falsch machen. Aber die Showmaster hätte ich gerne nicht. Weiß ich nicht. Lacht mich nicht so an. Wie gesagt, Fächerbatterien im Lidl oder so. Ist nicht so cool, finde ich persönlich. Genauso wie die Spotlight. Die war an sich ganz geil. Hatte die einmal, aber ich nehme dieses Jahr keine Verbünde mit im Laden. Aber die Stormy Flash. 13,99 €, die Stormy Flash. Hat mich letztes Jahr von Socken gehauen. Die war letztes Jahr geil. Deswegen nehme ich die dieses Jahr auch wieder mit. Genauso wie die Matrix und die Uranus will ich auch beide testen wieder dieses Jahr. Preis folgt, 6,99 €, geht fit, Casino Royale, nein. Aber die beiden nehme ich auf jeden Fall mit. Die Black Ice ist im Preis gestiegen. Weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen soll. Vielleicht nehme ich die einmal mit. Der Devil wird auf jeden Fall einmal mitgenommen und die Sky Shots werden auch mitgenommen. 3,99 €, 15,99 €, 19,99 €. Goldfinger überlege ich mir noch, weiß ich noch nicht. Aber der Rest auf jeden Fall einmal mitgenommen. Jetzt das Pyromix Kids. Das ist dieses Jahr im Pappkarton, wie gesagt, für 3,99 €. Und die Flashbangs Kracher Inferno, auch Pappkarton. Twister auch Pappkarton. Das war es ja aber schon, bis auf das Kracher Inferno. Die Vulkane, da werde ich wahrscheinlich einen mitnehmen für meine Mom. Twister werde ich mir nicht mitnehmen, da habe ich die von Funke. Flashbangs 3,99 €, das ist schon krass. Nehme ich mir aber einmal mit. Und Kracher Inferno nehme ich mir auch einmal mit, um zu testen, wie die Neuheit so ist. Also ist halt an sich nichts Neues, aber halt, ihr wisst so, neue Charger und so. Gucken wir mal, was das so drauf hat. Und ja, Leute, dann kommen wir aus der letzten Seite, und zwar die Alligator Leuchtspektakel Bombette. Bombette ist ja krass im Preis gestiegen, das nehme ich mir nicht mit. Leuchtspektakel wird vielleicht einmal eingepackt und die Alligator wird auch vielleicht einmal eingepackt. Und ja, Leute, wie gesagt, das war's mit dem Video. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zugucken, danke fürs Dabeisein. Das waren meine Meinungen, meine Empfehlungen für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch kaufen wollt. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.